Vorweg zum Disclaimer: Alles in diesem Video soll nur zu Unterhaltungszwecken dienen. Es stellt in keiner Weise eine Anlageberatung dar, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf sowie für Reselling oder ähnliches. Jeder ist für sein Handeln und sein Geld selbst verantwortlich. Für mein Lego-Portfolio, was ich als Reselling nutzen möchte, habe ich als erstes im Lego Online-Shop den Rickhead gekauft, der Mandalorianer. Der ist am 1.8. erschienen und da die Serie der Mandalorianer auf Disney Plus recht gut läuft, dachte ich mir, packen wir ihn mal ins Portfolio. Bezahlt habe ich dafür 19,99 €, da ich ihn vorbestellt hatte. Der zweite Kauf fand dann in der Müller-Filiale vor Ort statt. Hier hat Müller ein echt geniales Angebot. Die haben den Mario, der am 1.8. erschienen ist, für 38,98 € angeboten. Hierzu habe ich mir vorher noch die App im App Store runtergeladen, wo man bei der Anmeldung 500 Blüten bekommt, was einem Gegenwert von 5 € entspricht. Dieses Set ist das einzige, was momentan auf dem Markt ist, wo dieser Mario drin ist. Den benötigt man für die NES auf dem Fernseher oder für die ganzen anderen Mario-Sets, die gerade da sind. UVP ist 59,99 € und bezahlt habe ich 33,98 €. Warum habe ich jetzt erstmal nur eins gekauft? Erstmal möchte ich es probieren und zweitens muss ich mir mal anschauen, wie viel Aufwand das mit dem Lagern ist. Hierzu habe ich mich entschieden, diese Sets in Frischhaltefolie einzuwickeln und eventuell noch in eine Umverpackung, je nachdem wie viele es werden. Das waren nun die ersten zwei Käufe für mein Reselling Lego Depot. Nun schauen wir, was die Zeit bringt und wie sich die Werte entwickeln. Ich werde es dazu auswerten und auch hier online teilen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch viel Erfolg und bis bald.